Meine Damen und Herren, Professor Dr. Robert Rosbruch ist Leiter des Instituts für Gesundheits- und Pflegerecht in Koblenz sowie Honorarprofessor für Gesundheits- und Pflegerecht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. 2008 war er als Einzelsachverständiger im Rahmen einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags zum Gesetzentwurf des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes beteiligt. Wir werden jetzt gleich sein Referat hören, das den Titel trägt: Das Betreuungsrecht und die Patientenautonomie am Lebensende. Herzlich willkommen, Professor Dr. Rosbruch. Vielen Dank. Ich darf mich zunächst bei den Organisatoren bedanken, insbesondere bei Frau Metzner und Herrn Kretz. Mit Herrn Kretz habe ich im Vorfeld etwas korrespondiert via E-Mail. Und im Grunde genommen ist dieser Vortrag etwas exotisch, weil er etwas rausfällt aus dem Ganzen. Denn es geht primär nicht um die Suizidbeihilfe, sondern eigentlich um Dinge, die, ich sag mal, mit denen die Profis tagtäglich zu tun haben, nämlich eigentlich Behandlungsabbruch und Patientenverfügung. Also das mache ich jetzt seit 15 Jahren und eigentlich müsste man sagen, naja, die Patientenverfügung und alles, was sich daraus ergibt für Ärzte, für Pflegepersonal, im Übrigen nur so nebenbei, die ganze Debatte ist mir viel zu medizinerorientiert, wenn man bedenkt, dass es gerade Pflegende, professionell Pflegende sind, die primär eigentlich die Sterbehilfe vornehmen und die Begleitung, dass man auch diese Berufsgruppe viel, viel stärker einbringen möchte. Und das ist mir deswegen wichtig, weil ich im Prinzip eigentlich Pflegerechtler bin. Und im Übrigen, was jetzt auch bei den Informationen und jetzt auch von Ihnen etwas anders dargestellt worden ist. Primär bin ich eigentlich als Rechtsanwalt, also als Praktiker tätig und alles andere ist bei mir noch so nebenbei ein Stückwerk. Also das Primäre ist, ich werde immer wieder konfrontiert eben aus der Praxis mit Fällen des Behandlungsabbruches und zwar primär von Seiten der Pflegenden, von Seiten der Ärzte, von Seiten der Pflegeeinrichtungen, die offensichtlich bis zum heutigen Tag immer noch nicht wissen, wie sie zu reagieren und zu handeln haben, obwohl eine eindeutige Patientenverfügung vorliegt. Und ich zeige Ihnen gleich am Anfang auch mal eine E-Mail, die ich Ihnen hier wortgetreu auf eine Folie darstellen möchte. Die ist letzte Woche erst bei mir angekommen und hat also eine Pflegeeinrichtung, ein Heim, angefragt. Sie hätte eine Patientin, die sei im Endstadium oder zumindest im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz und sie würde künstlich ernährt und sie hätte eine Patientenverfügung notariell, die aus meiner Sicht nicht unbedingt optimal jetzt gestaltet wurde, aber immerhin eindeutig und klar genug, um zu sagen, okay, aufgrund des Wunsches müsste eigentlich diese künstliche Ernährung abgebrochen werden, eigentlich hätte sie gar nicht erst eingeleitet werden dürfen und das Heim und die Pflegenden sind völlig verunsichert und auch die behandelnde Ärztin völlig verunsichert, wie sie denn jetzt zu reagieren haben. Also eigentlich Dinge, von denen wir annehmen, diejenigen, die tagtäglich damit zu tun haben, das ist eigentlich eine ganz klare, eindeutige Sache und müsste nicht mehr diskutiert werden. Aber es sind Dinge, die immer wieder vorkommen und das ist auch der Grund, weshalb ich ein bisschen exotisch bin mit meinem Vortragsthema am heutigen Tag. Im Übrigen möchte ich nur darauf hinweisen, dass die entscheidenden Grundsatzentscheidungen des BGH in den letzten Jahren nicht aus dem medizinisch-ärztlichen Bereich gekommen sind, sondern aus dem pflegerischen Bereich, wo Heimleitungen, Heimträger, Pflegende gesagt haben, aus Gewissensgründen können wir nicht abstellen, können wir die künstliche Ernährung nicht abbrechen. Es waren also die letzten drei großen BGH-Entscheidungen, sind aus dem pflegerischen Bereich gekommen und nicht aus dem ärztlichen Bereich. Das muss man wissen, um über diese Dinge zu diskutieren. Und das macht es vielleicht auch möglich, heute dann auch nochmal über diese Problematik zu diskutieren. Im Übrigen ist mir eben ein Prospekt in die Hände gefallen, das lag hier
an der Hochschule als Information. Da findet jetzt am 12. und 13. Dezember wohl eine Veranstaltung statt zum Thema Pflegepolitik und Alternativen im Kreativhaus hier in Berlin-Mitte. Und da wird also ein Vortrag auf einen Vortrag hingewiesen: Autonomie trotz Hilfe und Pflegebedarf im Alter. Ich zitiere mal ganz kurz: Pflegebedürftigkeit im Alter wird gemeinhin nicht mit dem Begriff der Autonomie in Verbindung gebracht. Dahinter steht der Gedanke, dass Selbstbestimmung und die Abhängigkeit von Hilfe einander per Definition ausschließen. Insgeheim meint man, Autonomie sei im Alter ein zu hoch gestecktes Ziel. Der Vortrag, der hier jetzt propagiert wird, argumentiert, dass Selbstbestimmung etwas anderes ist als Selbstständigkeit und als Quelle eines guten Lebens, gerade in der Pflege, ein wichtiges emanzipatorisches Ziel ist. Und das ist so. Autonomie am Lebensende ist in der Pflege, aber im medizinischen Bereich ein wichtiges emanzipatorisches Ziel. Das nur mal so als Vorspann, bevor ich dann jetzt auf meinen eigentlichen Vortrag komme. Ich habe auf dieser ersten Folie auch Ihnen nochmal dargestellt, weshalb also die Problematik Hilfe zur Selbsttötung und die Problematik Patientenverfügung und Behandlungsabbruch schon irgendwo zusammengehören. Denn beides wird von dem gemeinsamen Wunsch getragen des Betroffenen, den Wunsch in Würde sein Leben beenden zu können. Und das geht aus beidem hervor, und deswegen denke ich mir, dass ich ganz so mit diesem Inhalt, mit diesem Thema des heutigen Tages nicht so daneben liege. Und ich möchte dann auch irgendwann während meines Vortrages sozusagen die Kurve bekommen und dann nochmal ganz zum Schluss mit den letzten Folien ganz kurz nochmal auf die Suizidbeihilfe eingehen. Und weil ich denke, dass es doch insgesamt einen Regelungsbedarf gibt, nicht im Strafgesetz, da sind wir völlig einig, dass besser kann es eigentlich nicht sein, auf jeden Fall alles andere wäre ein tatsächliches Zurück, aber im bürgerlichen Bereich, im zivilrechtlichen Bereich, denke ich schon, weil eine erhebliche Verunsicherung da ist, gerade auch bei Ärzten, gerade auch im Standesrecht, dass hier ein Regelungsbedarf sehr wohl da ist, um eben diese Rechtsunsicherheit, die es tatsächlich gibt und die es immer mehr gibt, erstaunlicherweise, möglicherweise eben durch diese ganzen Propaganda, die dort stattfindet. Und im Übrigen, der Gesetzgeber ist aus meiner Sicht nicht immer rational und entscheidet eben nicht immer rational. Wenn das so wäre, hätten wir möglicherweise als Juristen weniger Probleme. Deswegen am Schluss meines Vortrages tatsächlich ein Alternativvorschlag, ins BGB eine Rechtsnorm aufzunehmen, die sozusagen dazu führt, dass gerade Ärzte aus dieser Problematik, aus diesem Standesrecht, aus diesem Verbot herausgenommen werden. Alles andere aber auch für Dritte, nicht Ärzte, so bleibt, wie es ist. Dazu aber mehr, und ich wünsche mir, wenn das möglich ist, auch in der Podiumsdiskussion, auch unter den Kollegen, eine sehr kritische Würdigung, weil dieser Vorschlag überhaupt noch nicht diskutiert worden ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute, am heutigen Tag auch zu einer kritischen Würdigung dieses Vorschlages kommen, den möglicherweise ganz verwerfen, möglicherweise den modifizieren. Aber es muss eine Alternative geben, es muss eine Regelung geben aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen müssen wir mit einer Alternative kommen im Verhältnis zu dem, was im Deutschen Bundestag derzeit debattiert wird. Und es wird da debattieren, wir können es nicht einfach wegreden. Und möglicherweise werden die Vorschläge machen, es gibt keine Alternativvorschläge. Und das halte ich für ganz schlimm. So, nun zum eigentlichen Thema: Betreuungsrecht, Patientenverfügung, Patientenrechte. Sie alle wissen sicherlich, dass das bürgerliche Gesetzbuch noch gar nicht so lange Patientenrechte aufgenommen hat, also all das, was eigentlich schon gesetzrechtlich geregelt war über Rechtsprechung, nun auch ins Gesetz aufgenommen worden ist. Dann das Recht eben auf Beihilfe zum Suizid, all das möchte ich versuchen zu verbinden. Nun zu dieser E-Mail, die jetzt am 6.10. mich erreicht hat. Im Übrigen, diese E-Mails in dieser Form habe ich wöchentlich zwischen einem halben Dutzend und Dutzend E-Mails aus Einrichtungen, aus Pflegeeinrichtungen.
Und hier wird ganz kurz der Fall beschrieben von einer Frau W., die, wie gesagt, in einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist, noch andere Erkrankungen hat und die eine PEC hat zur künstlichen Ernährung. Und die Ärztin im Grunde genommen und der Ehemann, der hier gesetzlicher Betreuer war, jetzt der Auffassung sind, diese künstliche Ernährung abzubrechen, weil die Betroffene das schon vor Jahren in einer, wie gesagt, notariell beglaubigten Patientenverfügung eingesetzt hat. Für mich als Jurist stellt sich dann immer die Frage, ja, wieso passiert das dann erst nach 3 Jahren? Wieso kommt man dem Willen der Betroffenen nicht direkt nach? Aber das ist nun mal so, dass auch Angehörige, dass auch ein gesetzlicher Betreuer, Ehemann, Ehefrau klammern und eben noch nicht so weit sind zu entscheiden, der Wille setze ich jetzt durch und ich sage Abbruch. Das ist offensichtlich ein Prozess und den muss man ja zur Kenntnis nehmen. So, also immerhin ist das jetzt schon 3 Jahre so und jetzt kommt dann noch die Entscheidung auch zusammen mit der Mandantin Abbruch. Und jetzt kommt die Fragestellung, und ich denke mir das nochmal wichtig, die nochmal sich auf der Zunge zergehen zu lassen, Dinge, die wir alle eigentlich als Profis sofort bejahen oder verleihen können. Also die Fragestellung war dann für uns als Einrichtung und aus Sicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterin stellt sich nur die Frage, kann man diesen Wunsch basierend auf einer erstellten Patientenverfügung und der hinterlegten ärztlichen Bescheinigung nachkommen? Also mit der ärztlichen Bescheinigung ist gemeint, dass die behandelnden Ärzte auch der Auffassung ist, also dass das hier keinen Sinn mehr macht mit der künstlichen Ernährung, dass das Leiden nur noch verlängert wird. Also die konkreten Fragen waren dann, hat das entsprechend dieses Wunsches rechtlich betrachtet Folgen für uns als Einrichtung, Folgen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, kann man jemandem Unterlassung vorwerfen. Also Dinge, die für uns Juristen völlig klar sind, völlig klar, ja, dass das völlig unproblematisch ist, aber die immer wieder von den Einrichtungen, von den Angehörigen und zum Teil auch von Betroffenen, wenn sie dennoch einwilligungs- und entscheidungsfähig sind, immer wieder kommen. Genügt die vorliegende Patientenverfügung bezogen auf ihren Inhalt und die vorliegende ärztliche Bescheinigung, um eine rechtssichere Begleitung im Sterbeprozess, wobei Sterbebegleitung ist ja eigentlich was völlig anderes als Sterbehilfe, da gehen auch die Begrifflichkeiten immer durcheinander, welcher unmittelbarer Absetzung der ungenannten Maßnahmen erfolgt, abzusichern. Können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wir als Einrichtung verpflichtet werden, lebenserhaltende Maßnahmen mit Gabe von Flüssigkeit und Nahrung auf Wunsch zu unterlassen. Wer trifft die Entscheidung und sagt, ab wann die gewünschten Maßnahmen umgesetzt werden sollen? Und so weiter und so fort. Es wäre für uns sehr hilfreich, sehr wichtig, wenn Sie uns in der oben genannten Angelegenheit beraten könnten, da dies für uns eine ganz neue, eine noch nie dagewesene Situation ist und rechtliche und ethische Bedenken aufwirft. Also da stellt sich für mich natürlich manchmal die Frage, auf welchem Stand sind unsere Pflegeheime in Deutschland? Haben die von der Diskussion der letzten 10, 15 Jahre nichts mitbekommen? Also, und das sind Führungskräfte, das sind Heimleitungen, das sind Geschäftsführer, das sind Pflegedienstleiter. Also Führungskräfte, die aus meiner Sicht zwingend mit dieser Problematik sich auseinandersetzen müssen, um eine klare, eindeutige rechtliche Handhabe zu haben, denn die liegt vor. Also ich habe zwar am Anfang des Vortrages, als ich den zusammengefasst habe, am Ende nochmal meine Antworten hingeschrieben, aber die erübrigen sich hier in diesem Plenum. Ich denke mir auch, dass durch den Vortrag jetzt im Grunde genommen klar wird, dass das alles völlig unproblematisch ist, dass man selbstverständlich diesen Wahrnehmungsabbruch vornehmen kann, wenn denn die Patientenverfügung eindeutig ist und die Situation so beschreibt, wie sie hier in dem vorliegenden Fall gegeben ist. Autonomie, vielleicht ganz kurz, ganz grob zu diesem Begriff, ist eine Fundamentalausstattung des Menschen. Selbstbestimmung, Manifestation der Autonomie als Entscheidung. Nach Volker Gerhardt ist Selbstbestimmung, jetzt nicht als Jurist, das Grundprinzip des menschlichen Lebens. In ihr verwandelt der Mensch den Grundimpuls des Lebendigen überhaupt, nämlich die Selbstorganisation, in einen bewussten Umgang mit seinem eigenen Dasein. In der Selbstbestimmung kommt die Freiheit des Menschen zu ihrem praktischen Ausdruck.
Und unsere Selbstbestimmung ist ja geregelt in unserem Grundgesetz, nämlich in Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Dort ist unser Selbstbestimmungsrecht verfassungsrechtlich garantiert. Ganz kurz zu den Begriffen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Da erlebe ich als Praktiker, dass es da auch es immer wieder hin und her geht, dass man sagt, ich habe ja eine Vorsorgevollmacht, wieso brauche ich noch eine Patientenverfügung? Und dann muss ich erstmal klar machen, dass in einer Vorsorgevollmacht nicht das geregelt ist, was auch in einer Patientenverfügung drinstehen müsste. Im Grunde genommen ist die Kombination von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht die optimale. Und dann kommt immer noch mal der Schlenk und die Frage mit der Betreuungsverfügung, was ist denn das? Ich gehe ganz kurz auf diese Begriffe ein, damit uns klar ist, worüber wir reden. Also eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Willensäußerung, in der ich einen bestimmten gesundheitlichen Zustand oder Krankheitszustand festlege, definiere, indem ich dann keine weiteren Behandlungen mehr möchte. Und diese keinen weiteren Behandlungen muss ich auch möglichst konkret und eindeutig darstellen. Also es reicht nicht aus, wenn ich ganz pauschal reinschreibe in diese Patientenverfügung, ich möchte dann keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr. Das ist viel zu unkonkret, viel zu ungenau, das muss konkretisiert werden. Das ist im Wesentlichen der Inhalt einer Patientenverfügung. Vorsorgevollmacht, in der Vorsorgevollmacht, die ebenfalls schriftlich abgefasst sein muss, setze ich einen Bevollmächtigten ein, eine Vertrauensperson, der für mich, für den Fall meiner nichten Entscheidungsfähigkeit, jetzt die Entscheidung im Sinne meiner Patientenverfügung umsetzt. Da empfehle ich immer, es sollte nur ein Bevollmächtigter sein, keine zwei oder drei. Also ein Bevollmächtigter, ein Stellvertretender noch, aber keine zwei und drei Bevollmächtigte. Also ich habe mal einen Fall gehabt, da hat eine Patientin, die hatte drei Söhne, die hat, weil sie keinen Sohn benachteiligen wollte, alle drei Söhne bevollmächtigt in der Vorsorgevollmacht. Der Fall der Fälle trat ein, Sohn A sagt Hü, Sohn B sagt Pott und alle drei neutralisieren sich mit unterschiedlichen Positionen. Und was war? Das Betreuungsgericht wurde angerufen und es wurde ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt. Das war sicherlich nicht im Sinne der Betroffenen. Aus diesem Grund plädiere ich, wie gesagt, dafür, nur einen einzigen Bevollmächtigten einzusetzen und noch einen Ersatzbevollmächtigten für den Fall, dass der Bevollmächtigte nicht erreichbar ist, krankheitsbedingt oder urlaubsabwesend ist. Das vielleicht im Wesentlichen zur Vorsorgevollmacht. Man könnte da noch einiges mehr sagen, aber ich denke mir, das wäre jetzt zu viel im Rahmen des heutigen Vortrages. Ganz kurz zur Betreuungsverfügung. Ich empfehle immer die Vorsorgevollmacht. Weil mit der Vorsorgevollmacht setze ich einen Bevollmächtigten ein und dann ist automatisch ausgeschlossen, dass das Betreuungsgericht einen gesetzlichen Betreuer einsetzen kann. In dem Moment, wo ein Bevollmächtigter da ist, kann kein gesetzlicher Betreuer mehr eingesetzt werden. Es sei denn, dass ich etwas in der Vorsorgevollmacht nicht geregelt habe und für diesen nicht geregelten Bereich brauche ich dann tatsächlich nur mal einen gesetzlichen Betreuer. Die Betreuungsverfügung ist sozusagen eine Alternative zur Vorsorgevollmacht. In der Betreuungsverfügung, nehmen wir mal an, ältere Dame, Altenheim, die hat keine Angehörigen mehr. Also damit auch keine Vertrauensperson mehr, die sie einsetzen könnte. Es kommt aber immer noch jemand sie besuchen. Und da kommt dann die Überlegung bei dieser Elterndame, naja, die könnte ich ja zumindest als Betreuerin einsetzen. Und das ist eine Betreuungsverfügung. Das heißt, ich lage in einer Betreuungsverfügung vor für den Fall, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig bin, dass diese Person, die ich dort benenne, mein gesetzlicher Betreuer sein soll. Und der Vorteil davon ist, dass dieser gesetzliche Betreuer natürlich überprüfbar, kontrollierbar ist, im Zweifelsfalle vom Betreuungsgericht. Also nur für den Fall, dass es keine nahen Angehörigen gibt oder Vertrauenspersonen gibt, nur für diesen Ausnahmefall schlage ich eigentlich eine Betreuungsverfügung vor, ansonsten immer eine Vorsorgevollmacht. Die Patientenverfügung ist nun gesetzlich geregelt. Also all das, was schon Rechtsprechung war,
ist sozusagen, hat der Gesetzgeber aufgenommen. Und ich erinnere mich damals noch sehr gut an die Diskussion. Es gab drei Entwürfe und Gott sei Dank hat sich der Liberalste dieser drei Entwürfe durchgesetzt. Aber auch nur deshalb, weil es Alternativvorschläge außerhalb des Bundestages gab. Und eine ähnliche Situation sehe ich derzeit auch in der heutigen Diskussion über die Suizidbeihilfe. Der Absatz 1 regelt also, wie zu verfahren ist, wenn eine Patientenverfügung vorliegt. Der Absatz 2 regelt die Situation, aber der Gesetzgeber gut beraten, wie denn zu verfahren ist, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, nämlich dass man dann auf den mutmaßlichen Willen abstellt. Ganz kurz zu der Problematik, es liegt eine Patientenverfügung vor, dann ist ganz klar, es gibt einen Bevollmächtigten oder einen gesetzlichen Betreuer und der gesetzliche Betreuer, der Bevollmächtigte hat das umzusetzen, was in der Patientenverfügung steht. Diese Patientenverfügung ist, wenn sie denn konkret und eindeutig genug ist, absolut rechtsverbindlich. Rechtsverbindlich für jedermann, das heißt für jeden behandelnden Arzt, für jede behandelnde Krankenpflegekraft, für jeden Angehörigen, für den gesetzlichen Betreuer, für den Bevollmächtigten und für den Betreuungsrichter ist diese Patientenverfügung rechtsverbindlich. Alle haben nur im Sinne dieser Patientenverfügung zu entscheiden und zu handeln. Das vielleicht dazu, das ist aus meiner Sicht so klar, dass man darüber im Grunde genommen nicht mehr weiter diskutieren muss. Und die Grundsatzurteile des BGHs in dieser Frage sind da ja auch Gott sei Dank mittlerweile eindeutiger, als das früher der Fall war. Kommen wir ganz kurz zu der Problematik, es liegt keine Patientenverfügung vor. Da hat, wie gesagt, der Gesetzgeber auch diese Problematik geregelt und hat gesagt, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, dann ist auf den mutmaßlichen Willen des Betroffenen abzustellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann der mutmaßliche Wille eines Betroffenen ermittelt werden? Da hat der Gesetzgeber den § 1901 klein b geschaffen, BGB, wir befinden uns hier im bürgerlichen Gesetz, und dort steht, dass der mutmaßliche Wille, die Behandlungswünsche ermittelt werden können über Informationen seitens der Angehörigen oder anderer Vertrauenspersonen. Das heißt also, ich frage ab, hat sich der Betroffene in irgendeiner Weise mal dahingehend geäußert, dass er eine solche Behandlung nicht mehr möchte? Und wenn das abgeklärt ist, Wertvorstellungen gehören da auch noch rein, wobei da wird es bei mir dann schon als Jurist ein bisschen problematisch, weil das immer ein bisschen schwammig ist, wie denn so Angehörige an Wertvorstellungen des Betroffenen darstellen. Aber wenn er eindeutige Willensäußerungen im Vorfeld gemacht hat und dies auch bestätigt werden kann, durch die Befragung der Angehörigen oder anderer Vertrauenspersonen oder bekannte Freunde, dann ist eigentlich nach der Rechtsprechung und hier nach dem § 1901 BGB sozusagen der Formvoraussetzung Genüge getan. Und wenn dies dann so festgestellt werden kann mit dem mutmaßlichen, kann also auch hier der Behandlungsabbruch erfolgen. Jetzt kommt eine ganz entscheidende Problematik. Wir reden nicht von der Patientenverfügung, wir reden von dem mutmaßlichen Willen. Es liegt in Anführungszeichen nur der mutmaßliche Wille vor. Dann kommen wir zu einer Problematik, die hier in dem § 1904 BGB geregelt ist. Diese Vorschrift besagt, kommt der behandelnde Arzt und der gesetzliche Betreuer bzw. der Bevollmächtigte, kommen beide zu dem Ergebnis, Behandlungsabbruch, dass eine Weiterbehandlung also keinen Sinn mehr macht, dann kann abgebrochen werden. Es bedarf keines betreuungsrichterlichen Beschlusses. Die Pflege hat keine eigenständige Entscheidungskompetenz. Die hat dann auf ärztliche Anordnung hin abzubrechen, wenn es der Arzt sich selbst macht. Man kann die zwar nicht verpflichten dazu, aber die dürfen nicht gegen den Willen des Betroffenen weitermachen. Wir haben das eben schon gehört, da stellt tatbestandsmäßig den Tatbestand der Körperverletzung dar, beziehungsweise wenn ein Vorgesetzter das so anordnet, ist das aus meiner Sicht eine Anstiftung einer Körperverletzung. Ein Problem haben wir, wenn ein Dissens entsteht, ein Dissens zwischen behandelndem Arzt und dem Bevollmächtigten, dem gesetzlichen Betreuer. Also der gesetzliche Betreuer kommt zu dem Ergebnis Abbruch, entsprechend dem mutmaßlichen Willen, der behandelnde Arzt sagt, ah, wir können noch das und das und das,
und das ist noch alles medizinisch nicht weiterentwickelt bzw. ausentwickelt. Dann bei diesem Dissens kommt das Betreuungsgericht ins Spiel. Das bedeutet, hier muss jetzt an dieser Stelle das Betreuungsgericht angerufen werden und das Betreuungsgericht entscheidet jetzt, ob abgebrochen wird oder nicht. Und ich kann aufgrund meiner forensischen Erfahrung sagen, dass die Richter Gott sei Dank dazu neigen, an dieser Stelle zu entscheiden, Abbruch. Weil für die ist maßgeblich der mutmaßliche Wille. Also ich würde mal sagen, in den 50 Fällen, die ich jetzt gehabt habe in den letzten Jahren, waren 40 Entscheidungen, die zum Abbruch hingegangen sind. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben andere Erfahrungen. Das liegt möglicherweise daran, dass man auch in den Schriftsätzen entsprechend vortragen muss, sage ich jetzt mal. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind nicht unbedingt jetzt auf diese Materie spezialisiert. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wie gesagt, eine hohe Quote erreicht mit einer betreuungsrichterlichen Zustimmung in diesem Bereich. Wichtig aus meiner Sicht ist es im Übrigen auch immer, dass diese Einrichtungen tatsächlich mit dem wirklich zuständigen Betreuungsrichter auch mal Kontakt aufnehmen. Und nicht erst in dem konkreten Fall, wenn der ansteht, sagen, wer ist denn da jetzt eigentlich zuständig? Sondern ein permanenter Kontakt zu dem wirklich zuständigen Betreuungsrichter halte ich für ganz wesentlich, was diese Einrichtungen betrifft. Pflegeeinrichtungen, sowohl die ambulanten als auch die stationären Pflegeeinrichtungen. Also ich halte kurz nochmal fest, kommen wir zu einer einheitlichen Übereinstimmung zwischen gesetzlichen Betreuer, Bevollmächtigten und beim Arzt. Dann kann ab und muss abgebrochen werden, ohne dass es einer betreuungsrichterlichen Genehmigung bedarf. Bei einem Dissens zwischen behandelndem Arzt und gesetzlichen Betreuer muss das Betreuungsgericht angerufen werden und dann muss das Betreuungsgericht entscheiden, ob abgebrochen wird oder nicht. So, das habe ich auch hier jetzt nochmal auf der Folie dargestellt, deswegen kann ich die jetzt auch überspringen. Ich habe Ihnen hier auch nochmal, die Zeit ist ziemlich fortgeschritten, ja, ich muss zum Ende kommen, irgendwie, die Entscheidung hier nochmal dargestellt des Bundesgerichtshofes. Wie gesagt, ab 2003, also die Entscheidungen 2003, 2005 und 2010, sind alles Entscheidungen, die aus dem pflegerischen Bereich gekommen sind, nicht aus dem ärztlichen Bereich. Und das zeigt eigentlich auch, dass Pflege viel stärker, faktisch, viel stärker tagtäglich mit dieser Problematik involviert ist und konfrontiert ist, als das bei Ärzten der Fall ist. Ich habe Ihnen hier die Leitsätze nochmal dargestellt, das schenke ich mir jetzt mal. Gehen wir davon aus, dass vielleicht möglicherweise die Vorträge hier auch irgendwo abrufbar sind, mal über Internet durch die Organisatoren. Aber vielleicht ganz kurz noch dazu, es ist natürlich klar, Behandlungsabbruch, das war dann noch die letzte BGH-Entscheidung, damit ist auch aktives Tun gemeint. Also auch die passive Sterbehilfe, das aktive Tun ist eine passive Sterbehilfe. Selbstverständlich ist das überwiegend ein aktives Tun. Wenn ich ein Beatmungsgerät abstelle, eine künstliche Ernährung abstelle, dann ist das etwas Aktives. Es ist aber, wie gesagt, eine Form der passiven Sterbehilfe und damit legal. Die Wirksamkeitsvoraussetzung einer Patientenverfügung, all das schenke ich mir jetzt, weil ich denke mir, kommen wir zum ärztlich assistierten Suizid. Ich habe hier eben mal drei Thesen aufgesetzt. Erste These, ein gesetzlicher Regelungsbedarf im Rahmen des Strafrechts ist nicht nachgewiesen und daher zu verneinen. Also da bin ich völlig d'accord mit meinen Vorrednern, es gibt kein Zurückfallen hinter dem, was da ist, das Strafrecht muss so bleiben, wie es ist. Zweitens, das derzeit diskutierte strafrechtliche Verbot professioneller oder organisierter Suizidbeihilfe für sterbenswillige Menschen mit einer schweren, unheilbaren Erkrankung oder unerträglichen Leiden ist nicht nur kontraproduktiv, sondern erscheint aus verfassungsrechtlicher Sicht höchst fragwürdig. Drittens, strafrechtliches Verbot geschäftsmäßiger oder gar gewerblicher Suizidbeihilfe erscheint diskutabel, erübrigt sich jedoch, wenn eine entsprechende zivilrechtliche Regelung innerhalb der Patientenrechte des bürgerlichen Gesetzbuches aufgenommen würde. Das heißt, dass eine zivilrechtliche Regelung auch dazu führen könnte, ärztliches Handeln abzusichern.
Wir haben ja eben schon, und insofern fand ich den Diskussionsbeitrag von der jungen Kollegin ganz toll, wir haben ja ärztliches Standesrecht. Und im Rahmen des ärztlichen Standesrechts gibt es eben noch Unklarheiten, ist vieles eben nicht geklärt. Der Kollege Hildendorf hat ja zu Recht eben darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht, aus meiner Sicht im Übrigen auch, bei einer standesrechtlichen Regelung die pauschal das Verbot der Suizidbeihilfe kriminalisiert, dass das verfassungswidrig ist. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Es gibt ja auch ein VG-Urteil, Verwaltungsgerichtliches Urteil in Berlin, dass das auch so darstellt. Allerdings gibt es ja die Option, wenn denn die Ärztekammern auf diese, die haben ja auch Juristen, die nicht auf den Kopf gefallen sind, wenn die sagen, okay, dieses pauschale Verbot können wir nicht mehr in unsere standesrechtlichen Vorschriften aufnehmen, dann machen wir es so, wir nehmen eben Ausnahmen auf, die verhältnismäßig sind, und dann habe ich große Bedenken, ob diese Ausnahmen, die verhältnismäßig sind, verfassungswidrig sind. Große Bedenken. Um das zu verhindern, dass es solche Ausnahmen gibt, ist für mich das noch ein zusätzliches Argument, eine rechtliche Regelung vorzunehmen, wie gesagt, nicht im Strafgesetz, sondern im bürgerlichen Gesetzbuch, denn dann hätten wir tatsächlich eine eindeutige Regelung. Also die Juristen von den Ärztekammern können aus meiner Sicht zu Recht argumentieren, es gibt ja keine gesetzliche Regelung, die uns das konkret verbietet, sowas aufzunehmen. Eine solche rechtliche Regelung könnte man aber ins BGB reinnehmen, denn wenn wir eine solche rechtliche Regelung im BGB hätten, dann könnten die Ärztekammern in ihr Standesrecht so etwas nicht mehr reinschreiben. Auch keine Ausnahmen mehr. Und ich stelle Ihnen den Paragraph, den ich hier vorschlage, mal vor, gebe allerdings zu bedenken, der ist noch nicht durchdiskutiert, der ist sozusagen im dunklen Kämmerlein entstanden. Und ich wäre froh, wenn man diesen Paragraphen hier mal diskutieren könnte. Also ich schlage dann wie folgt vor, das ist ein Paragraph 630i, Hilfe zur Selbsthilfe. Liegt ein schwerer, unheilbarer Erkrankung vor oder ist das Leid unerträglich geworden, so kann auf Verlangen des Patienten ärztliche Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. Also im Gegensatz zu dem Vorschlag Borasio, strafrechtlich, der das erstmal verbietet, ist das was völlig anderes. Wobei man muss auch wirklich auseinanderhalten, hier das ist Zivilrecht, das andere ist Strafrecht. Ich halte von dem Borasio-Vorschlag auch nicht viel. Wobei man dazu sagen muss, ich habe Bedenken, dass der so, wie er formuliert ist, verfassungswidrig ist. Habe ich Bedenken, dass er so, wie der Borasio-Vorschlag formuliert ist, verfassungswidrig ist. Der kann möglicherweise verfassungsrechtlich in Ordnung sein. Umso gefährlicher halte ich diesen Vorschlag allerdings auch. Zweitens, der zu Hilfe zur Selbsttötung bereite Arzt muss erstens zu der Überzeugung gelangt sein, dass ich, wie gesagt, ich stelle hier das auf Ärzte ab. Ärzte sollen hier aus der Schusslinie rausgenommen werden, was nicht besagt, dass Dritte, die Suizidbeihilfe machen, außen vor sind. Denn für die gilt nach wie vor das Strafrecht und für die gilt nach wie vor, dass Beihilfe zum Suizid straffrei ist. Der zu Hilfe zur Selbsttötung bereite Arzt muss erstens zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Patient seinen Wunsch freiwillig nach reiflicher Überlegung in einem einwilligungsfähigen Zustand geäußert hat. Zweitens zu der Überzeugung gelangt sein, dass der Zustand des Patienten aussichtslos oder sein Leid unerträglich geworden ist. Drittens den Patienten über seine Situation, über die und über die Möglichkeit der Sterbebegleitung im Rahmen einer stationären oder ambulanten Palliativversorgung aufklären. Viertens, gemeinsam mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt sein, dass es für seine Situation keine andere animale Lösung gibt. Fünftens, mindestens einen anderen unabhängigen Arzt zu Rate gezogen oder eine anerkannte Suizidkonfliktberatungsstelle in den Entscheidungsprozess einbezogen haben. Und sechstens bei der Hilfe zur Selbsttötung mit der gebotenen medizinischen Sorgfalt vorgehen. Und für mich bedeutet gebotene medizinische Sorgfalt logischerweise das, was schon von meinem Vorredner, von Professor Sträckling gesagt wurde, das Betäubungsmittelgesetz muss entsprechend angepasst werden.
Die entsprechenden Ausführungsverordnungen müssen natürlich entsprechend ausformuliert werden, sodass es also möglich ist, bestimmte Medikamente, die in Deutschland derzeit nicht zugelassen sind, für Ärzte, sondern nur in der Tiermedizin verwendet werden, auch hier in Deutschland sowie in der Schweiz zur Anwendung zu bringen. All das muss in diesem Betäubungsmittelgesetz und in den Ausführungsverordnungen noch mit rein. Und wenn wir diese Kombination haben, so mein Gedanke erstmal, mit diesem Paragraph 630i hätten wir tatsächlich insbesondere für die Ärzte Rechtssicherheit. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir zu einer Rechtssicherheit kommen. Denn die derzeitige Situation, die derzeitige Rechtslage ist jedenfalls noch so, dass man nicht 100% sagen kann, wie ein Verwaltungsgericht was entscheidet, insbesondere jetzt im Standesrecht. Denn wir haben ja auch ein verwaltungsgerichtliches Urteil Gerau, die sind zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen als das Verwaltungsgericht Berlin. Und ich muss Ihnen sagen, als Praktiker, als Anwalt, möchte ich es nicht einem Verwaltungsgericht überlassen oder einem Oberverwaltungsgericht, in welchem Bezirk ich gerade lebe und bin, ob die einmal so entscheiden oder so entscheiden. Und bis das mal zum Bundesverwaltungsgericht geht, ärztliches Standesrecht, da gehen einige Jahre ins Land. Und das möchte ich vorher schon klären. Und das kann ich nur klären, indem ich tatsächlich etwas ins Zivilrecht reinschreibe, ins BGB reinschreibe, um hier eine klare Vorgabe zu machen. Man kann im Einzelnen sehr wohl kritisch darüber diskutieren, ob man nicht an diesem Entwurf das eine oder das andere noch besser formulieren kann, anders gestalten kann, auch eine möglicherweise eine inhaltliche andere Zielrichtung noch mit reinbringt. Da bin ich total offen, aber diesen Vorschlag, dazu bin ich jedenfalls bereit, wenn er denn richtig ausdiskutiert worden ist, würde ich auch in die Diskussion, in die Bundestagsdiskussion einbringen bei den zuständigen fachverantwortlichen Politikern, um nicht nur Bundestagsabgeordneten wie Hinze und diesen Leuten diese Diskussion und diese Alternativvorschläge zu überlassen, sondern es muss auch von uns sozusagen etwas kommen, was Hand und Fuß hat und wo wir wirklich sagen können, hier haben wir Rechtssicherheit geschaffen und hier haben wir die Ärzte aus der Schusslinie genommen. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.